Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft Mod Tutorial. Heute zeige ich euch den Stargate Mod für 1.8.1, wieder mit Doppelbesetzung, also wieder mit Minecraft Tutor HD. Dieser Stargate Mod macht Waffen in Minecraft hinzufügen und andere Sachen, die ihr vielleicht aus den Stargate Serien, Filmen kennt, die ihr da dann benutzen könnt. Ja, und den Rest wird dann, wie gesagt, wieder in-game Minecraft Tutor HD euch sagen. Ich zeige jetzt mal wieder die Installation. Also, ihr lädt euch diese Datei hier runter. Den Link werde ich natürlich wieder in die Beschreibung tun. Dann öffnet ihr diese Datei, öffnet .minecraft, geht unter bin, Minecraft öffnen mit WinRAR, löscht als erstes die Meta-Inf und macht dann einfach alle Dateien, die hier sind, dann hier reinziehen. So, und dann ist dieser Mod auch schon fertig installiert. Dann öffne ich mal gerade Minecraft, damit ich euch zeigen kann, dass es auch kein Black Screen oder so oder Blue Screen gibt. Ja, wie ihr seht, es funktioniert. Und jetzt gebe ich an meinen Partner Minecraft Tutor HD ab, der euch dann weiter im Ingame sagen wird, was ihr damit machen könnt. Hallo liebe Leute, jetzt sind wir ja schon in-game in Minecraft. Nochmal hier, Dankeschön an dieser Stelle an meinen Vorarbeiter hier, den The Space Marine News, der euch schon mal die Installation gezeigt hat. Und ich werde euch jetzt in-game ein bisschen hier weiterführen. Und ja, wir drücken auf, wartet mal ganz kurz jetzt, Play Selected World. Ich habe ja schon ein bisschen was vorbereitet, nur damit ihr es wisst so. Und jo. Also ich werde jetzt nicht alle Sachen zeigen können. Ich werde nur mal so ein paar wichtigste Sachen, die man auch so zeigen kann, hier an dieser Stelle zeigen. Zum Beispiel die Pyramide und die Mobs werde ich hier nicht zeigen. Die könnt ihr einfach mal selber suchen. Ich werde jetzt eigentlich nur mal so die Waffen zeigen, die es jetzt hier neu gibt durch diesen Mod. Es gibt auch viele neue Monster, die könnt ihr euch natürlich auf der Website auch mal schön anschauen und dann auch natürlich in-game. Und jetzt legen wir mal los. Also als erstes gucken wir jetzt mal die Rüstung an. Da gibt es einmal die Horus-Rüstung. Und die sieht folgendermaßen aus. So hier. Sieht ganz hübsch aus, muss ich sagen. Echt ganz cool. Sieht so ein bisschen, ja, ein bisschen ägyptisch aus. Ist ja auch Horus. Ist ja auch so ein ägyptischer Gott, glaube ich. Irgendwie so. Und dann gibt es noch die Kull-Rüstung. So. Sieht ein bisschen so aus wie so ein Bandit oder so. Auch ganz lustig. So, schwarzer Ritter hier. Oh. Okay. Und jetzt mal im schwarzen Ritterstil benutzen wir hier mal die erste Waffe. Heißt Zade, okay, ist egal, den Namen muss ich jetzt hier nicht aussprechen. Und wir schießen mal einfach auf dem Schwein mit Rechtsklick und ihr seht, unten rechts, das ist die Munition hier, Naquada oder was auch immer. Und damit schießen wir mal auf das Schwein und ihr seht, die Waffe ist so schlecht. Wartet, wenn ich mal treffen würde, auf wegzurennen. Du stirbst eh. Können wir gucken, wie oft ich das jetzt schon getroffen habe. Das will einfach nicht verrecken. Jetzt mache ich Dauerfeuer. So, nach dem x-ten Schuss ist es dann endlich mal tot. Dann nehmen wir hier mal dahin die Stuff Weapon zu so einer Art Bogen und damit kann man auch auf die schönen Monster schießen. Und das geht ein bisschen schneller. Ich glaube, 3 Kill-Schuss braucht man. Ich weiß gerade gar nicht so genau. Ich kann es ja mal probieren. Wir gehen nochmal auf, stellen mal auf Normal. Und ja, so 1, 2, 3. Ja, man braucht ein paar mehr Schuss. 4 Stück braucht man. Okay, dann nehmen wir jetzt hier mal diese Hand hier. Das ist sozusagen, ja, so eine One-Hit-Weapon. Mit der kann man so die Monster hier one-hitten. Also man schleicht sich an dieser bösartigen Hand, schleicht sich an. Guck mich nicht an, ich will mich anschleichen. Mensch. Und dann einfach mal hier drauf gehackt und One-Hit tot. Okay, des Weiteren gibt es dann hier so ein Symbiote Poison. Dazu weiß jetzt eigentlich auch noch gar keine Verwendung. Schießt halt so eine Teile hier. Braucht man wieder übelst lange, um das Monster zu killen. Und das ist eine richtig coole Sache. Das ist nämlich eine Granate und zwar eine Shock Grenade. Könnt ihr mal gucken. Man wirft die, also man schießt die so und dann explodiert die. Macht keinen Blockschaden, sondern nur Monsterschaden. Schießt normal und BAM. Eigentlich eine richtig coole Sache, muss ich sagen. Und dann gibt es noch hier diesen Malp. Das ist sozusagen eine portable Tragetasche. Komm mit. Der rennt mir die ganze Zeit hinterher und ich kann auf ihn rechtsklicken. Und kann ich hier zum Beispiel Sachen reinlegen, so. Kennen auch vielleicht einige aus Stargate. Ja. Und dann fährt er mir jetzt hier die ganze Zeit hinterher. Wenn er natürlich stirbt, sind meine Sachen weg. Warte, ich kill ihn mal ganz kurz. Mit der Hand des Grauens hier. Sind meine Sachen natürlich weg. Also, oder
glaube, die kriegen es vielleicht sogar ins Inventar, ich bin mir jetzt unsicher. Ansonsten werden sie gedroppt. Und ja, dann soll es an dieser Stelle das hier eigentlich auch schon gewesen sein. Also nochmal kurz zusammengefasst, es gibt noch ein Portal, mit dem kommt ihr aber leider bis jetzt nur in den Nether. Und es soll ein 1.9 Update dann auch also in neue Welten führen. Gut, liebe Leute, dann bedanke ich mich hier an dieser Stelle bei euch fürs Zuschauen. Nochmal bei The Spaceman News und dann beende ich das Ganze hier mit Tschüss, bis zum nächsten Mal.